Willkommen zu Spiele mit Schmerz, ihr lieben Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Ihr habt natürlich gefragt, wann geht es weiter? Wann holt Krogmann die ganzen Leute wieder ran? Und wird er auch selber bestraft werden? Ja oder nein? Das ist die große Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nämlich, dieser Cast heute, der will alle Strafen alleine für sich. Die wollen den Schmerz, die wollen Tortur, die wollen Leid. Und das kriegen sie. Und heute, die wunderbaren Gäste, ich stelle sie euch jetzt vor, der Reihe nach, beginnen wir mit unserem Gastteam, die Electric Core Boys, vertreten durch Nico und David. Hallo. Das ist Simon. Das ist David. Fantastisch. Jetzt Teil der Band. Hi. Fantastisch. Ich mache eine 1er Blockflöte. Ja. Jetzt möchte ich euch nur eine Sache erzählen, ihr Lieben. Wisst ihr, was Spiele mit Schmerz bedeutet? Ja, super schwer, das auseinanderzuklammern. Ja, erklärst du mal bitte, Nico, einmal erklären, was passiert hier? Ich kann mir vorstellen, dass wir Spiele spielen, ja. Zum Ersten. Mhm. Und dass die entweder dabei oder im Nachgang eventuell wehtun könnten. Hab ich das gut erklärt? Ist das dieser so? Mann! Danke, vielen Dank. Dieser Mann ist engagiert, meine Damen und Herren. Fantastisch. Und David ist auch dabei. Wie geht's dir, David? Sehr gut, vielen Dank. Hast du auch Bock? Angst. Ihm hat keiner gesagt, worum es geht. Aber auf Schmerzen hast du Bock? Nee, ich gebe mir viel Mühe und vielleicht kriege ich ein bisschen Hilfe. Mit dabei sind auch noch Berti natürlich. Hallo Berti, grüß dich. Nice, Berti hat auch Bock. Ich hab Bock, aber ich frage mich mittlerweile schon, warum ich hier eigentlich zugesagt habe. Aber ey, das wird schon witzig. Du bist ja hier mit dem alteingesessenen Meister Simon. Simon, du hast auch Lust. Ja, total. Ich hab ein bisschen Angst, weil das kann ja nur einer gewinnen, der dann die Strafe nicht machen muss. Und ich hab ein bisschen knifflig. Ich glaube, ich muss auch mal ran heute. Denn das ist die Überraschung heute. Auch für euch zu Hause. Das ist die Überraschung. Denn heute kann nur eine Person den Strafen entgehen. Ja, es gibt kein Teamplay mehr. Heute heißt es jeder gegen jeden. Mann gegen Mann. Und das ist doch geil. Und es gibt noch eine Überraschung, Freunde. Und zwar, nicht, dass es Strafen gibt, die wir euch sofort vorstellen. Nein, wir haben auch eine extra Personalie im Haus. Eine Person, die sagt, ich komme ein bisschen näher. Eine Person, die sagt, ich war mal Fan. Aber wisst ihr was? Fick dich. Electric Cowboy. Fick dich. Rocket Beans, herzlich willkommen, Kodiak Cosplay. Komm rein. Fantastisch. Das finde ich sehr gut. Das heißt, Cody, du wirst heute die Strafen durchführen. An den Jungs. Fantastisch. Hast du Lust? Schön. Ich hab richtig Bock. Ich hab sehr viel Wut in mir. Perfekt! Perfekt! Eine 1er Sendung. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns jetzt eine kleine Matz an, was wir für Strafen vorbereitet haben. Und hier ist sie, unsere große Strafenvorstellung. Juhu! Woo. Fangen wir an mit Strafe Nummer 1. Das ist richtig. Und das ist hier, welches ist es? Dieses Gerät? Das ist die wundervolle Paintball Gun. Eine Paintball Gun? Ja. Mit welchen Geschossen? Paintballs oder Gummigeschosse? Ich denke mal, es sind die Gummigeschosse. Das ist richtig. Ich weiß es aber nicht. Denn Gummigeschosse tun mehr weh. Testen wir es doch gleich an meiner Person. In Ordnung? Let's go. Alles klar, aber zuerst Helme auf. Leute, das ist die Paintball Gun. Oh. Strafe Nummer 2 ist natürlich das ferngesteuerte Auto in die Leisten. Cody, zeigst du es mir? Fantastisch. Gerne. Sehr gerne, ja. Gut. Hier stellt man sich hin und dann wartet man einfach ab. Was hast du dir für Strafe Nummer 3 ausgedacht? Für Strafe Nummer 3 habe ich einen wundervollen Ventilator mitgebracht, den du mit deinem Gesicht stoppen darfst. Im Gesicht? Ja, aber die Cappy bitte einmal. Cappy einfach dann so rein, oder? Einfach rein! So? Ja. Strafe Nummer 4 ist dieses wunderbare, wie nennst du es? Elektrohalsband? Elektrohalsband mit Fernbedienung, selbstverständlich. Man legt sich das hier um den Hals und dann macht man das so leicht zu. Und jetzt kann man zum Beispiel einen lustigen Satz sagen wie ich, Krogi von Rocket Beans, dem Bau, freue mich. Entspann dich mal. Strafe Nummer 5 ist ein Klassiker aus der beliebten Serie Spiele mit Schmerz. Ein sogenanntes Terraband. Was machen wir damit? Wir flitschen dir das ins Gesicht. Fantastisch. Dann geht es los. Gib mir doch ein Ende. Schön im Mund. Welche Strafe war das nochmal? 5? Das war Strafe Nummer 5, dann geht's ja nur noch eine. Auf vielfachen Wunsch der Community haben wir heute ein besonderes Special mitgebracht. Es ist dieser verdorbene Ekelfisch, genannt Surströmming aus Schweden. Ein alter Fisch, der in dieser Dose lebt und da rumschwimmt schon seit Generationen. Er riecht wohl widerlich, er schmeckt wohl widerlich. Und da nicht nur das.
liebe Cody. Nicht nur das. Ich gebe nicht nur das. Nicht nur das. Was? Nein. Man muss auch dabei diese wunderbare Maske tragen und dann diesen Schnüffeläumel auf die Dose, auf die geöffnete Dose legen und dann was Nettes sagen, wie zum Beispiel: Ich liebe Fisch. Strafe Nummer 6. Hoffentlich kommt sie dran. Was sind das denn für geile Strafen, oder? Einfach nur Hammer. Ich habe auf alles Bock. Welche findest du am besten? Ich glaube, die 6 ist ganz gut. Die 6 soll fantastisch sein. Und das bedeutet, jetzt können wir das Drehrad drehen. Jawohl, David. Ja, ja, na klar. Jetzt können wir das Drehrad natürlich drehen. Natürlich, dreh, komm, damit dreh. Wir wissen, welche Strafe denn eingesetzt wird bei dieser Runde. Cody, bitte. 6. Nein. Auf gar keinen Fall. Leute, kommt schon. Ernsthaft, ernsthaft. Also damit anfangen und wir spielen gar nichts mehr. Beschwerde schon? Oh, oh, Gott, nein. Oh Gott, nein. Applaus für die 3. Was ist denn die 3? Die 3 ist der Ventilator. Und jetzt heißt es, es ist Zeit für das erste Spiel. Und welches dieses Spiel sein wird und wie man dieses Spiel spielt, das seht ihr jetzt. Die Jungs spielen den Multiplayer-Kracher Mashed. Das Spiel ist super simpel, denn es geht darum, die Punkteskala durch Siege aufzufüllen. Und das geht wie folgt. Entweder man fährt easy peasy der Konkurrenz davon, sodass das Siegerauto aus dem Bildausschnitt fährt. Dabei werden die Verliererautos bestraft und bekommen Punktabzug. Oder man nutzt die Waffen, die vom Teilnehmerfeld nur darauf warten, eingesammelt und abgefeuert zu werden. Das Spiel geht so lange, bis die Punkteskala eines Autos gänzlich gefüllt ist. Normalerweise steht da immer A, B, C, D. Was ist das für eine Schatz? Da steht aber nichts drauf hier. Bist du kein Pro-Gamer? Nein, ich sag ja, das ist. Du brauchst diese Taste da und die andere. Da steht ja gar nichts. Gibt es noch Fragen? Nein. 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 Damit ist sie eröffnet. Also Shit Talk ist auch offen, ne? Weil ist, wir können, ist, ja. Es ist alles, Shit Talk ist offen. Keine bösen Wörter. Halt die Fresse, alte Schöpfe. Also, los geht's. Viel Spaß. Okay. So, play a game. Play. Blow, blow. So. Oh, wer war das? Simon, oder? Ja, direkt Simon ist Turbostart mit Simon macht einen Turbostart. Hier geht's um alles. Ja, den Turbostart habe ich auch erwischt, aber... Nein! Simon hat die ersten Punkte eingefahren. Ich auch. Du hast doch rot, warte. Hey, geh mir weg mit deiner... Oh, das war lustig. Glaub ich doch nicht. Ist immer das glaub ich doch nicht. Das war gerade lustig. Eddie, wie läuft's ich seh mich halt grad nie. Noch gut. Der Turbostart ist nicht immer gut. Grad vor allem nicht, wenn einer noch ein Item am Start hat. Kurva da, geh. Na, geradeaus, da, Kurva. So. Mal ein bisschen Meter machen hier. Meter machen! Leck mich am Arsch, Alter. Was ist das? Verschwinde! Verschwinde! Reinige doch mal deine Kontrahenten ein bisschen mehr. West blau, west blau. Ich hab immer geklaut, die Autos aus Pollen und bin nicht gefahren. Nein, nicht durch die Scheißpfütze! Nein, nicht durch die Pfütze! Nein, nein, nein. Oh Gott im Himmel. Guck, die fahren alle ganze Zeit. Und ich, ja, dann fahr doch auch. Ja, die wollen nicht, dass ich mitspiele. Ja, der Anfang, wollen das schon. Der Anfang aber ist die wirklich das Schwierigste, der Start. Die wollen auch dein Gesicht im Ventilator sehen. Das wollen die auch. Das scheiß Ölspuren! Mein schönes Gesicht kommt in keinen. Nein! Komm schon. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Hau ab da. Könnt ihr jetzt mal sterben? Auf gar keinen. Ah, das ist aber spannend jetzt. Gut. Ja! Was ist das? Doch hängen! Ah, ich hab doch die Mine! Ich hab doch die scheiß Mine eingelegt! Fahr weg! Fahr weg! Das ist gute Sache! Haben wir weiter geht's! Haben wir gewonnen? Ja, aber ich spiel alles. Du spielst gegen mich! Kein Bier! Du bist mein Feind! Warte. Dass du Bescheid bist. Gott, ich bin kann das geschwitzt. Es gibt nichts Männlicheres als ihr gerade. Es ist fantastisch. Ach, nein. Diese Minen. Wer hat die da hingehängt? Ich fahr! Wer ist denn David, Alter? Komm schon! Komm schon! Oder? Nein! Oh. Nein! David, jetzt mach es! Das musst du jetzt machen! Nein! Oh, sorry, das war ich. Fahr weiter! Fahr Lad Gamer-Herz. Ich werd Gamer. Du hattest das Öl. Du kannst hier ein Item abfeuern. Genau. Alter. Wie ein Item? Ja, du hast, du sammelst doch du hattest dieses ein. Öl oben drauf. Da kannst dann du. Genau. Aber wichtig ist, ich sag's nur jetzt schon, gib weiter Gas. Aber drück trotzdem mal dann auf. Also ich quasi so den Daumen. Ja, guck mal, halt. Weiter. Hey! Wer hat gedrückt? Das ist doch feige. Wer hat gedrückt? Ernsthaft. Ey, ich bin aus Versehen, aus Rasen. Ja, genau. Berti ist David, ich geb dir mal einen Tipp. Aha! Nee. Rückwärts fahren. Komm schon. Okay. Ich dachte, das ist so raus. Hau ab, Simon, Alter. Yes! Scheißdreck. Hey, ich kann. Fahr weiter jetzt, David! Nicht meckern fahren! Nicht meckern fahren! Vorbei, Kurva. Was soll ich machen, Kurva? Das Ende. Aufs Gaspedal! Ja, ich bin nicht mehr da! Ja, jetzt ist es. Ich bin auch nicht mehr da. Alter Schwede. Geht, Simon, hol die Punkte! Es ist noch alles drin! Hol die Punkte! Hau ab, Simon. Komm, bleib dran. Mann! Bleib doch dran! Ja. Nein! Scheiße! War's das schon? Ja, wir haben es gewonnen.
Ja, sehr gut. Wow, was ein Match, oder Simon? Ja, es war sehr schön. Ja? Ohne Scheiß, es ist sobald, du kennst das ja von den anderen Runden, ja, sobald so eine echte Gefahr im Raum ist, finde ich meinen Skill plötzlich. Wie bist am Start. Wie sympathisch ist das jetzt für euch? Wir haben natürlich die drei, wie ihr wisst, ja, auserkoren. Cody hat die drei mitgebracht, schon positioniert. Es ist ein, was ist es, Cody, wie nennt es? Es ist ein Ventilator. Oder ja, ein oder ein oder ein Fan. Bist du dumm oder was? Oder ein Fan, weil du bist ja kein, du bist raus aus der Fanwelt, jetzt hast du einen neuen Fan mitgebracht, kann man ja auch sagen. Ne? Fantastisch. Ja, ihr wisst, wie es läuft, mit dem Gesicht stoppen. Ihr müsst jetzt nur sagen, wer hat Bock anzufangen, das ist die große Frage. Ich mach das. Der Face ist schon die. Okay, können wir noch ein bisschen Konfetti, um zu zeigen, dass es wirklich ein Ventilator ist? Ich nehme noch eine Slow-Mo mit, glaube ich. Boah. Kann ich? Ja, let's go. Ihr müsst euch Zeig dein Gesicht in die Kamerawelt. Der Mann ist einfach geil drauf. Hammer. Let's go. Okay, also ein bisschen Konfetti. Oh, Shiri. Ja, einfach danke. Rein. Ja, einfach oh, los geht's. Let's go. Okay, das sah ein bisschen sehr gut aus. Ich hab den Kopf da einfach reingerammt. So, wie fühlst du dich? Ich fühle mich großartig. Ja, Mann. Geil. Das ist Spirit. Ich will mehr. Hast du auch Bock? Ja, klar. Gute volle Pulle jetzt. Mit der anderen Seite wieder raus. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das ist ja eigentlich das perfekte. Ich hab gedacht, du sagst Bescheid. Perfekt, mehr davon. Warum bist du so aggressiv? Diese Sendung ist super. Wo mehr von dem Zeug ran? Okay. David, sag ich so, bist du ready? Bist du einfach rein. Fantastisch! Wie fühlst du dich? Anzeige ist raus. Dann würde ich sagen, schnauben wir jetzt mal rein, was Spiel Nummer 2 so zu bieten hat. Bei Boomerang Fu gilt es zu überleben und so Punkte zu sammeln. Dabei kann es hilfreich sein, sich zu verstecken oder eben selbst einen Angriff auszuüben und die Konkurrenz zu zerteilen. Dabei gibt es sowohl normale Attacken als auch Wurfangriffe, die natürlich aus der Distanz brandgefährlich sind. Wer die meisten Punkte holt, gewinnt. Boomerang Fu, was ein tolles Spiel, oder? Ihr habt richtig Bock drauf. Ich weiß es, ich habe zum 5. Mal gefragt, ob ihr Bock habt. Jetzt will ich aber meine Antwort. Habt ihr Bock? Ja. Mittel. Mittel reicht mir. Denn ihr wisst ja noch nicht, was der Einsatz ist. Ja. Cody weiß es vielleicht. Ja, mir war da auch gerade noch ein bisschen zu viel Spaß bei. Also. Ja? Ja. Finde ich gut. Ey, gönn alle das aber nicht. So viel mehr Wahrscheinlichkeiten, dass die 6 kommt, ey. Ich habe so Angst vor dieser Zahl gerade. Oh, bitte nicht. Wie sagst du, oh, bitte nicht. Das ist, ja, das ist eine 4. Das ist eine 4. Das ist eine 1er 4. Nicht die 6. Was ist die 4? Paintball. Ah, ne, die 4 war die 4. Oh, nee, oder? Die Shots. Ja, nee, warte, Elektroschock. Die Shots. Elektroschock. Das nicht. Cody macht doch einen Halbschock. Ah, das ist auch nicht geil. Das ist ein Elektroschock. Und die offizielle Artikelbezeichnung ist Halsband. Viel Spaß für den nächsten Spiel. Mein Hai. Mach das gleich weiter, das ist schön. Trotzdem müssen wir. Hört auf jetzt! Trotzdem müssen wir weitermachen, denn es steht einiges auf dem Spiel, nämlich der Schock durch das Elektrohalsband. Die Electric Cowboys wissen wahrscheinlich schon, was das bedeutet. Simon vielleicht noch nicht, weiß ich nicht, Bertie auch nicht. Es ist auch scheißegal. Wir spielen jetzt Boomerang Fu und los geht's, die Runde Nummer 2. Viel Spaß. Siehst du mich lachen? Seid bereit, ja? So, let's go. Okay. Warte, das war jetzt. Ach, oh, geil, das ist ja das gemein. Ist ein Portal. Das ist ja gemein. Wo bin ich? Wo? Ach, da. Hä? So, gelb hat. Ach, da ist er. Gelb, oh, was ist das denn für ein Kacklevel? Ich komm ihn jetzt durch. Geh doch mal zu Gelb hier. Ich komm da nicht durch. Ja! Wieso komm ich denn da nicht durch? Ich war bei ihm, aber ich wollte kuscheln. Ich wollte kuscheln. Total, ich bin aber auch ein bisschen unfair. Dich gegenseitig zu umzubringen. Sollen wir nicht alle irgendwo in die Ecke? Was? Und kuscheln oder so? Was soll denn das? Warte doch mal, Banane. Ich brauche. Hast du gesehen? Oh. Hast du gesehen? Ja. Nein! Mach ihn! Mach den Typen! Hau ab! Mach den Typen! Nein! Oh. Ich hoppe wie so ein gebrochenes Kaninchen da hinterher. Gott, der Gerechte schützt eure Klöten. Du, du musst dran denken, mit A kann man springen. Schöne Bärchenrunde. Nicht den Dash vergessen. Ja, aber ich springe die ganze Zeit und dann, das macht nicht so lang. Scheiße, die Items sind immer super wichtig. Aha, ich hab jemanden. Ey, warum hackt ihr immer auf die Leute ein, die den gar nicht haben? Ihr macht's für alle schwerer. Aber ich habe Doppelkill, aber komm, ja, Doppelkill. Danke. Warum ist da keine coole Stimme, die das sagt? Surprise, Motherfucker. Ich spuck gleich hier auf.
Du spuckst hier gar nichts. Warum spawn ich denn jetzt da unten? Spucken nur vor Kamera, bitte. Mann! Der gehört mir, Ruin! Nein! Ey, kein Wunder, dass... So Mann! Game a fucking Auto! Nein! Ey, wer ist die fucking Aubergine? Wer ist die fucking Aubergine von euch? Du! Warum tötest du immer die Falschen? Ich mach weiter damit. Ich wollte reden eigentlich. Ich wollte zu dir und reden, aber dann ist mir der... Guck mal, der da, ist da, da, bin ich verwirrt. Ich bin verwirrt? Warum? Warum bin ich im Wasser? Warum ist denn die scheiß Banane jetzt im Wasser? Ey. Ich fall die ganze Zeit ins... Ich schwimme. Ah, oh, ich hasse dich so. Wirf ihn doch ab. Nein! Ich hasse... Nein! Hau doch ab jetzt! Ja, das, so muss es sein! Wo bin ich? Ach hier. Lass die Banane in Ruhe! Nein! Hau ab, dieses Grundgewerfe! Komm her! Komm her! Nein, Mann! Das kann doch nicht sein! Nein! Ey, du kommst immer am Ende kurze einfach Frage an David. Ab, Nico. David, wie viel Spaß hast du gerade? Ich hatte noch nie so viel Spaß im Leben. Der Skala von, Das ist hier. Schön hier bei euch, Rocket Beans. Die Beans. Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein hier. Avocado ist wieder da, mach weiter. Ey, was soll das? Ja, ich kann auch werfen. Kannst du nicht? Das ist geil, die Banane ist also quasi so eine Art Boomer. Leute, geht auf Simon! Ich, der Boomerang. Warum treffe ich ihn denn nicht? Mann! Oh. Jetzt habe ich verstanden, man kann den goldenen Boomerang auch werfen. Das ist richtig. Ah, wie in der Max gehört zu eben. Mit A, B, C, D, E, F. Komm doch rüber jetzt. Yes. Oh, dieses dumme Stück Speck, Alter. Ey, Alter. Ja, es tut mir leid. Dieses Spiel macht mich so aggressiv, wirklich, ey. Dafür ist es gemacht worden. Aber ich hasse euch auch alle jetzt ein. Mann, jetzt wirf ihn doch ab! Ich krieg kaputt. Wo ist die Banane? Komm zurück! Warum bin ich denn immer so weit weg? Darf man hier denn rauchen? Warum kann ich den nicht umbringen? Warum? Ja, weil ich die haben will. Alleine. Ich hatte nichts damit zu tun. Du hattest so ein Auge drauf geworfen. Das habe ich genau gesehen. Meiner läuft da rum, ne? Sie. Ich kann nichts machen. Habt ihr hier, ich kann nichts machen. Die Wand. Ist HD. Ich verstehe es nicht. Jetzt schenkt euch mal ein bisschen an. Alter, schenkt euch mal ein bisschen an hier. Mein Stück Speck ist da einfach nur rumgelaufen. Ich konnte nichts mehr machen. Da bist du. Jetzt lauf mal. Guck mal. Da musst du hin. Da, geh da hin. Drück jetzt die Taste links. Wo ist die Banane? Sehr gut. Da ist sie. Hä? Ja, baller drauf jetzt! Nein! Ja. Sehr gut. Hast du gemacht! Jetzt drück weiter, irgendeine Taste! Ja! Da unten, unten so, links! Mein Gott! Gut machst du das! Wohin jetzt? Da musst du hin zum Boomerang! Die Melone! Ich weiß nicht, die Melone! Jetzt lauf im Kreis nach links! Lauf immer weiter, David! Oh. Hau aufs Maul! Ab zum Becken! Ja, ja, Becken hauen! Becken hauen! Auf den Becken, Mann! Ja! Ah, das war einfach gut vom Bacon. Du wirst besser. Fuck. Nico, du bist so ein Abstauber, ey. Ich hab hier gekämpft. Guck mal, das ist ein Frühstückskurs. Das lass ich mir nicht sagen. Oh, hau ihn doch! Die Melone ist es. Sag mal, das ist doch nicht. Sehr gut, ab zur Melone. Yes! Jetzt hau ihn doch einer weg! Ah. Nico, gut machst du. Ja gut, okay. Ich bin stinksauer, bin ich. Okay. Ich bin voll happy. Du bist der glücklichste Mensch auf Erden gerade. Voll. Ich will da. Die Wassermelone. Jetzt Melone. Bist du doch da oben. Melone? Du bist doch immer da. Sag mal, das gibt's doch nicht. Komm her jetzt. Du bist doch da. Ach so. Da bist du. Ein, hol dich doch mal einer die Melone. Da, hey, es ist verschwindet. Mann, ey. Sind wir gerade zu doof oder was? Ja. Es rufen jetzt schon Leute an und fragen nach Davids Befassung. Befinden. Also ich geh spazieren, nur mal für euch so nehmen. Mann, jetzt wirf doch dieses blöde Ding endlich mal. Sag mal, warum kann ich den nicht killen? Ich darf ja, genau. Er holt sie sich jetzt alle. Er holt sie sich alle. David, mit drauf da. Mach den jetzt. Mach den Typen jetzt weg. Da. Hab ich. Nicht. Rauf da jetzt. GG. Ja. Ist doch gar nicht. Jetzt hast du es doch. Wo bin ich denn? Da David am Start. Jawohl. Wer ist diese Kackbanane? Ich. Nein. Doppel. Nein. Man ist so schnell tot. Nein! Ja, sehr gut! David! Avocado! Schön! David! Hol den Punkt! Hol den Punkt, Avocado! Hol den Punkt, Avocado! Ich häng fest. Wo? Geh da ran, jetzt nicht aufgeben! Du hast doch fast den Punkt. Rechts, links, oben! Hau ihn doch weg! Hau ihn doch weg! Avocado ist links oben! Links oben! Nein, die Banane! Links oben, Avocado! Du bist doch direkt da! Ach da! David, Alter! Er sagt das doch! Ja, hau ihn doch einfach! Was ist denn am Haus? Ist eine Wassermelone, Avocado! Warum bin ich mal eingefroren, Mann? Oh, wie geil! Avocado, jetzt zur Banane! Holt ihn euch! Hab ich! Ja, jetzt da rein! Ach, das Ding muss man fangen! Alter, du bist echt der verpeilteste Mensch der Welt. Nee, doch. Mit Abstand. Ah. Mit großem Abstand. Hau ab! Wo bin ich? Ich bin im Wald. Ja. Wieso? Geil! Wieso gewinnt Nico diese Runde? Du hast nichts gemacht, du Scheiße! Alter. Doch, ich hab mich tierisch aufgeregt. Ey, Scheiße. Kann man da auch drauf? Ja. Als ob man da hin kann, ja, aber gerade komm, guck. Jetzt muss ich... Ach, nein! Hello, darkness, my old friend. Aber du
bist wieder im Spiel, ne? Du spawnst immer wieder, David. Er juckt mich einen Scheißdreck. Ja, ist ja auch nicht mein Problem. Ey, warum bin ich denn jetzt schon wieder abgesoffen? Jetzt macht das Ding kaputt. Oh, Simon! Das kann ja wohl nicht sein. Nein. Wo bin ich überhaupt? Warum habe ich denn das gemacht? Wie dumm! Ja, das war's. Mann, hin, hin! Macht der? Warum killen wir uns denn gegenseitig? Entschuldigung. Drecksbacon. Deine Mille. Melone. Nein, mach die Melone gleich! Ja, ich hab sie! Hey. Nein! Mann, David! Hilf mich! Mann, ey! Oh! Ja! Das Scheißspiel, ey! Ich hab zwar keine Punkte, aber ich kill euch alle! Ich glaub, ich hab so ein Navigationsproblem. Die Banane! Nicht ich! Geh doch jetzt auf die Banane! Warum tötest du mich? Weil du mich töten wolltest. Ich hab's genau gesehen. Nein! Ich hab's in deinen Augen gesehen. Nein! Die letzten Bacon hat den Scheiß! Ey, alter David! Entschuldigung. Du machst... Geht jetzt zu Bacon, Leute! Der hat gewonnen, wenn der jetzt gewinnt! Wer ist denn nicht? Warum seid ihr denn so dumm? Hab ich! Ey, mit euch kann man ja nicht verlieren! Was wird denn hier? Hab ich! Das ist aber spannend. Das kann doch nicht wahr sein. Hab ich! Lass mich davor, ich hab's lass mich mal in Ruhe jetzt hier. Warte mal. Lass mich mal in die Ruhe zocken. Ich bin... Wer von den beiden bin ich denn jetzt? Ich kann... Die Banane! Simon holt den Punkt! Banane vom President! Scheiße! Alter, das wird knapp. War so kurz davor. Einer noch für Bacon, ich sag's nur. Einen Punkt nur noch für Bacon. Damit ich mich! Geht auf Nico. Warum kann man eigentlich out of bounds, Mann? Ja, naja, du bist zu lange und für eine bestimmte Zeit nur? Ja. Das ist natürlich gut zu wissen. Mann, von beiden Seiten. Da ist irgendjemand verreckt gerade, glaube ich. Ich mach mich alle fertig. Ich bin jetzt... Nein, spring doch zurück! Ah, Gott, wenn stirbt hier so krass. Oh, da kommt die Fake. Bacon! Bacon! Yeah! Bacon! Scheiße, Mann! Fantastisch! Gute Leistung! Alter. Gute Leistung! Oh Mann. Gott, ich kann nicht mehr! Alter. Jetzt muss ich die Scheiße wegen euch machen! Ja, ist ja mega witzig. Ne? Muss ich schon sagen. Ja. Was gefällt dir denn nicht? Super, ja. Alles. Nico, wie findest du es heute? Ich habe zwei tolle Spiele kennengelernt. Also wirklich jetzt. Ich habe eine neue Freundin kennengelernt. Finde ich total geil, muss ich ehrlich gestehen. Ja, Glückwunsch! Das war so Bomberman of Crack irgendwie. Ja. Fand ich geil. Und das hat dir anscheinend irgendwie im Blut gelegen. Hat ihm gelegen. Oh, nee. David, bist du auch dabei? Das ist das neue Ding. Ne? Ja, auf jeden Fall. Okay, bevor wir lange rumlabern. Danke. Ihr wisst ja, es heißt Spiele mit Schmerz. Das Spiel haben wir gesehen. Nico hat gewonnen. Glückwunsch nochmal. Die anderen drei. Neue Regeln müssen ran. Cody hat was mitgebracht. Was ist es? Das Ding hier. Halsband mit Strom? Halsband mit Strom. Halsband mit Strom. Damit es aber richtig cool wird. Cool, ja. Spaßig. Ist es so, dass dieses Halsband, ich hol's mal einmal kurz hinter dir her, eine Fernbedienung besitzt und man kann auf Knopfdruck dann einen lustigen kleinen Schmerz verursachen. Und viel witziger ist es doch, wenn ihr nicht nur diesen Schmerz verspürt, sondern wenn ihr auch einen lustigen Satz sagt, wie zum Beispiel, hi Leute, ich bin's David von Electric Cowboy und bei Rocket Beans ist es einfach richtig spitze. Und während du das sagst, wird die Cody natürlich, wie sie lustig ist, auf diesen Knopf drücken. Gerne bei Electric. Das würde mir sehr gefallen. Mhm. Dann machen wir auch so Soundeffekte hinter drauf. Das ist super. Und so Blitze, weißt du, das übertrifft. F ist für Fuck, ne? F ist für Fuck. Fuck. Never Fuck. Ja. So. Danach dann wahrscheinlich. Danach, genau. Dann so. Für immer aus. Also, Simon, ich gehe ein bisschen zurück. Man weiß nicht, wie sich so anfühlt. Ist das so? Also, wirkt das so auf Distanz so? Ich weiß nur nicht, wie Simon reagiert. Das ich auch nicht. Deswegen, geh einfach noch einen Schritt auf Seite. Vielleicht steht er gleich so komplett aus. Hau ich aus Versehen. Aber wichtig ist mir, Simon, nicht, dass du es gleich zweimal machen musst. Also der Satz sollte ein bisschen vorgetragen sein, weißt du? Nicht einfach nur in einer Sekunde, Okay. So ein bisschen, dass man auch das nutzen kann. Okay. Stage is yours, bitte. Hallo! Mike! Entschuldigung! Alter, das hat... Euer Ernst? Das war ja richtig schnell. Du warst auch, okay, das reicht mir. Ich hab schon genug gehört. Lass mich nochmal ausreden. Ja. Perfekt, weiter geht's. Oh, ich hab voll Angst jetzt. Alter. Hallo, mein Name ist Simon Kretschmer von den Rocket Beans. Ich wusste es. Oh, natürlich. Irgendwann muss es doch kommen. Ah, das war's, ne? Du hast einen super Tag, wolltest du doch noch sagen. Und ich hab hier einen super Tag! Ah!
Alter. Geht's denn nur ist übel? Es zwickt einfach ganz enorm. Ach, ich bin ja, also ich es bin ist unangenehm, weil man nicht weiß, wann es kommt. Was denn? Ich bin ja null schmerzempfindlich. Hallo und herzlich willkommen hier. Alter, du zwickst mich da rein, Alter. Ich dachte, da kommt jemand von hinten. Ja, das ist ein Nacken. Oh, ich bin schön. Dollar? Wolltest du ausgehen? Nee, entspann dich. Oh. Okay. Hallo, ich bin der Friedrich von Electric. Okay, noch nicht. Hallo, ich bin der Friedrich von Electric Callboy. Und meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen und Saufen. Warte, hast du einen guten Tag, sag schon. Ja, auf jeden Fall mega. Hier, nein, super. Alter. Ich hab gesagt, weg damit, du Arschloch. Du bist nicht mehr meine Freundin. Ich mag dich nicht. Ah, geil. Folgt mir das jetzt dann. Zwei oder dreimal hinterher, der Horror, Alter. Oh. Der Mann hier. So, Berti, bist du ready? Oh. Ready. Jane, wir haben noch Batterie, ne? Oh, schön. Immer schön. Cosplay rastet jetzt aus. Fühlt also, Berti, noch so richtig hier hinten. Moin, mein Name ist Berti und ich bin hier Volo bei Rocket Beans TV. Und das macht so unfassbar Spaß hier. Mehr? Und Spiele mit Schmerz ist eine geile Sendung. Danke, Krogi. Wow. Alter, der Eier. Das ist gezogen. Hut ab, Alter. Ein noch für Berti. Wie er so fährt. Komm, Berti, einen kriegst du noch. Oh. Alter. Der hat Eier, Alter, ohne Scheiß. Ne? Ja, man muss dazu sagen, dass Krugi gerade immer hochgedreht hat. Ja. Nein. Hast du gut ausgedacht. Ja, gar kein Problem, voll easy, das ist ja... Könnte man im Alltag integrieren. Auf jeden Fall. Integrieren. Was könnte man noch integrieren im Alltag? Ja, alles. Spiel Nummer 3 zum Beispiel, Berti. Ja, hey. Oder? Habt ihr Bock auf Integration des dritten Spiels? Okay. Jetzt sehen wir, wie es ist. Wie heißt es? Wie spielt es sich? Jetzt seht ihr es. Spiel Nummer 3 ist heute Sports Friends Super Pole Riders. Bei diesem Spiel geht es darum, mit Hilfe einer Lanze den Ball, hängend an einem Seil, in den gegnerischen Zielbereich zu befördern. Die Steuerung ist dabei denkbar umständlich und so wird es hoffentlich ein paar unterhaltsame Matches geben. Wir spielen ein Turnier, der Gewinner bekommt keine Strafe. Viel Spaß! Sports Friends heißt das Spiel. Fantastisch. Da haben alle große Freude dran, natürlich, aber erst, wenn sie natürlich wissen, was steht auf dem Spiel. Was steht auf dem Spiel? Nicht die 6. Nicht die 6? Nee. Nicht die 6. Mhm. Aber sind wir uns einig, die wollen wir nicht. Die 6, nee. Das können wir jetzt herausfinden, oder? Ja. Bist du bereit zu kriegen wir hin, ja. Ja? Boah, okay. Dreimal diesen Mock. So angsterfüllte Gesichter hier. So einfach Paintball hätte ich Bock, ey. Aber nicht die 6. Boah, mir ist schwindelig, wenn ich drauf gucke. Boah. Was ist die 5? Oh, nice. Das ist das, Gummi im Mund. Oh, das ist das Gummi im Mund. Oh, da hab ich auch keinen Bock drauf. Na gut, das Glücksrad hat entschieden. Das ist natürlich enttäuschend. Okay, dann geht's ran ans Game. Runde Nummer 3 von Spiele mit Schmerz beginnt jetzt. Und dafür habe ich mir überlegt, wäre es doch toll, wenn wir ein Turnier spielen würden. Ja. Und hier habe ich 4 kleine Papierkügelchen drin. Auf 2 Papierkügelchen ist ein X, das ist die erste Paarung. Und auf 2 Papierkügelchen ist nichts, das ist die zweite Paarung. Und jetzt würde ich mal sagen, Simon, zieh mal raus. Ich? Ja, okay. Fang mal an. Eine nur, ne? Eine. Aha. Das sind aber wirklich die kleinsten Papierkügelchen, Nico? Die du gefunden hast. Weiter mit jetzt? Bitteschön. Ich will nicht da reingucken. Vor allem so, gegeneinander. Bitte, nimm das letzte Papierschnipselchen. Mhm. Simon hat ein X, wenn ich das richtig erkennen kann. Ja. Wer hat noch ein X? Ich bin immer noch damit beschäftigt, das auseinander. Ja, David hat das zweite X, damit steht's fest. Erste Paarung wird sein, also wir Simon gegeneinander? Nee, du. Simon gegen David. Ja. Ja. Kannst du so Clint Eastwood-mäßig das die ganze Zeit im Mund verhalten? Oh, das ist eine schöne Idee. That's me. Okay, Leute, das erste Match. Simon gegen David. Jetzt geht's los. Was muss ich nochmal machen? Linker Stick, Analogstick und der rechte. Oh, ich war doch gerade rechts. Du bist gelb? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin gelb und du bist blau. Ach, da. Oh, nice. David! Andere Seite! Andere Seite! Der Ball muss da rein. Stab runter! Stab! Jetzt Stab hoch! Ja! Ball! Ja, jetzt rüber da! Ja!
Nein! Hast du gerade noch geholfen? Ich musste eine rauchen, warte mal. Ich muss die Zigarette weglegen. Achtung, ja komm, ich warte. Das ist ja unfair. Ich kann das einfach aussehen. Das sieht aus wie so ein Ballstand einfach. Ah nein, geil. Du hilfst nicht. Nein, wieder, nein, du nein, hilfst nein, wieder. Nein, andere Richtung. Oh shit. Oh scheiße, warte. Der Ball muss nach rechts. Ja, ich weiß, warte, mach mal Platz. Ich will nicht drin. Ja, jetzt bin ich jetzt. Nein. Wo bin ich denn? Oh Gott. Shit. Was? Ich werde dieses Spiel nie raffen. Ich muss die ganze Zeit an Spaceballs denken, irgendwie. Ich sehe, deiner ist genauso groß wie meiner. Ey, Alter. Was macht ihr da? Es ist schwer, mit so einem Schlauch umzugehen. Du. Das ist echt fantastisch. Es ist so, als ob ihr irgendwie Liebe machen würdet. Das ist gerade aus, als würden die Sushi essen wollen. Nein! Mann! Ich hab ihn! Jetzt einfach weiter! Jetzt mach doch mal, hau den doch mal weg! Jetzt kommt's! Oh! Ey! Okay. Bam! In your face! Leute! Du hast mir wehgetan, ehrlich. Jetzt, ich bin. David, jetzt lauf doch mal dagegen! Ja, kicken! Ganz knapp! Ist ja! Das scheiße, Alter! Jetzt rennen! Okay, jetzt, Leute, mach! Das ist zu geil! Das Ding ist echt. Warte, entspann dich. Peter, entspann dich, Bruder. Oh, so oh. Ey, Alter. Oh! Ey, David, das ist nur zum Spaß hier. Also, jetzt nicht, Alter. Du baller dagegen, ja, Mann! Ja! Richtige Schluss, ja. Mann! Baller dagegen jetzt! Ja. David, andere Richtung! Er ist weg! Er ist komplett falsch! Ja. Ja! Genau so! Ey. Alter, ist das geil! Das ist alles. Ey, Alter. Es ist echt der beste Kampf. Es sieht wirklich aus wie so ein Liebestanz, ey. Jetzt hoch! Die Paarung hier. Jetzt, das ist es. Du musst nein, 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 Sprinte. Ich komme! Ah, okay. Es war aber echt. Ey. Es tut mir wirklich leid. Warte, aber ich habe so gut gespielt gut wie noch gemacht. Nie. Habt ihr gesehen hier? Tut mir überhaupt nicht leid. Jetzt geht die Paarung weiter mit Berti gegen Nico und umgekehrt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Let's part euch. Let's go! Kann man ganz kurz checken, wie das hier. So. Kann ich dir erklären. Du musst mit dem linken Stick. Ja. Du erklärst mir gar nichts hier. Ah, siehst du so. Wer ist denn jetzt links und rechts? Ich bin links. Du bist links, ne? Und Nico rechts. Also hätte Nico das bei uns auch sein. Nein! Nico im gelben Leib. Fuck you, Nico, ey. Nico ah, Batz! Ich. Halkon. Hey! Nein! Das ist echt Manslaughter, was der das ist. Genau. Der tanzt mir auf der Nase rum hier. Ey. Hau ab! Was mache ich denn? Ja, naja, jetzt kann man genau. Ah, so, man kann den einfach wieder. Oh, sehr gut. Jetzt habe ich aber. Und jetzt kick! Ja! Du bist in meinem Team! Nein, okay. Aber ich wollte nur. Oh, ist das schon. Okay. Den hat er verdient. Komm, jetzt holst du ihn. Ja, hat er. Den hat er verdient, den einen. Ja! Bam! Nice! Nein. Einfach immer dasselbe. Ballers rein! Ja! Oh. Wieso, mit welcher Arschback hast du mich denn jetzt da weggehauen? Mit der rechten. Aber guck mal, wie smooth er denn einfach so rüberschiebt. Oh, ist gemein. Ich schwöre, ich spiele das Spiel zum ersten Mal, aber irgendwie habe ich es drin. Irgendwie bin ich einfach. Du bist fingerfertig. Oh, sehr gut. Sehr gut. Jetzt baller es richtig rein. Baller richtig einen rein jetzt. Genau. Das ist ultra schwer, den Stick wieder auf die richtige Seite zu kriegen. Ja, Shit. Ihr habt die Probleme auch immer. Schnädel? Das liegt am Alter, Nico. Finde ich gut. Das ist so. Glaub, ich krieg das ist im Alter so. Ich glaube, nicht eine Reise. Wird es so schwieriger wird. Oh, ist das spannend. Den Stick auf dich. Den Stick auf die richtige Bahn zu lenken. Nur, ne? Alter, was ist los mit dir? Halt ihn! Ja, sehr gut. Nein! Hey. Fuck you, Nico. Ja. Sagt der 204 und hau ab! Boah. Nein! Alter, der war gut. Ich hau auf ihn drauf, ja! Jetzt. Nein! Jetzt hast du kurz. Zack! So. Oh, jetzt. Einfach immer weiter nach unten drücken. Ich muss den mal so an ihm vorbeikriegen irgendwie, aber das. Am besten steht, zweimal hintereinander kicken. Der steht da wirklich. Das ist aber jetzt auch Paarungstanz. Wie Kahn in seinen besten Tagen, aber keine Schnitte. Yes! Hut ab, Hut ab, Berti. Sehr gut. Nicht schlecht. Das, schade, aber. Nico, aber. Ja, aber jetzt haben wir ja, ich wollte gerade sagen, also jetzt müsst ihr jetzt. Also, Lien, du musst jetzt den Arsch retten. Ich gegen Simon. Ja. Okay, Rematch. Okay, jetzt bin ich gespannt. Simon gegen Berti. Simon, let's go. Los geht's. Also ich muss sagen, das hat der Berti richtig drauf, ne? Ja, Berti ist da. Der tanzt da auf der Stange rum, als wäre der wirklich der geborene Artist. Der ist echt ein mieses Schwein. Oh, ja. Guck mal. Gut weggezogen, du. Wahnsinn. Guck mal. Boah, das auch läuft. Die Beinarbeit. Achtung auf die Beinarbeit. Ja, ey, was ist da los? Leichte Abzüge in der Beine. Boah, guck mal. Den Stab beim Laufen immer auf dem Boden. Kampf der Giganten, Alter. Ehrlich. Shit. Oh. Schön Schlürfstab hat er dabei. Ey, wo bin ich? Berti will wohl kein Band in die Fresse kriegen, was? Nee. Nein.
Yes. Oh komm, ich hab's doch sogar gehalten. Hast du gesehen, wie schnell der immer oben ist? Das ist so krass, ich versteh's nicht. Ich denke mir auch immer, wie schnell macht der Krieg denn hoch, du, ey. Komm, dann darf ich auch wieder ran. Du, ehrlich. Also, der Spieler hat nicht verstanden. Ey, Berti! Unser Leben, Leute. Ihr seid die besten Gäste. Berti! Was bist du für eine dumme Plunzsau? Hammer, ne? Plunzsau. Na, komm, Simon, komm. Was ist denn eine Plunzsau? Also Butter bei den Fische? Ah ja. Der ist einfach verdammt gut. Oh, was mache ich da? Wer hat jetzt verdient, muss man schon sagen. Einfach wo bin ich? Komplett verdient. Oh, komm, komplett verdient, da wo er steht. Nein, was soll ich? Ey, oder immer diese. Der ist so krass drauf, der springt einfach selbst ins Tor. Ja, wirklich. Scheiße, ich hasse das. Boah. Nein! Oh. Yes. Die Applaus! Ja, ja Mann! Warum hast du den Typen hier hergeholt? Ich hab den aus Rocket Beach. Ich hab das Spiel zum ersten Mal gespielt. Ja, weißt du, aber was ehrlich, das sag ich bei FIFA auch immer. Ich wusste es nicht, aber hier arbeiten Betrüger. Hier arbeiten Betrüger und Manipulation. Das mit Herz. Auch Spiel Nummer 3 war wahnsinnig schön. Oder? Nicht aber wahr? Mega lustig. Boah, super. Es gibt ja noch eine Strafe. Und die Strafe, Cody, ist das, wie heißt das? Das Terraband. Flitscheband. Das Flitscheband. Das Flitscheband. Jetzt können wir jetzt in eine Grafik kommen. Flitscheband. Wie wär's mit Nein? Genau, das Flitscheband, wir haben es schon gesehen in der Anfangsvorstellungsrunde, wird zwischen die Zähne genommen und Cody läuft los und spannt es und lässt irgendwann los. Und dann wird es abflitschen. In dein Gesicht. Wir rudern, ja. Ja, dann würde ich sagen, komm, laber nicht rum. Willst du anfangen heute? Nee, auf keinen Fall. Ich habe gerade keine Zeit. Ich fange an. Du musst anfangen. Ja, ich habe letzte Runde ja gewonnen. Ja, das ist ehrenhaft. Dann das saubere Ende. Das saubere Ende. Ja. Bitte nimm es in deinen Mund und halt es schön fest. Schön festhalten. Oh, das okay. Ist immer und die Augen gleich zu machen. Ja. Und ich will sehen, ich will sehen. Ich will den Schmerz sehen. Ich geh weg. Okay, okay. Das hat sich richtig schön. Das hat sich gut angehört. Das hat sich gut Hallo, guten Morgen. Hi. Nico, Hammer. Richtig. Applaus. Ja, das platscht schon. Alter. Geiler Stil. Ohne Mist. Also, nö, das platscht nicht. Ich sag drüber. Euch nicht, wo ich reingebissen habe. Nee, genau. Ich putze da eben ein bisschen drüber. Hier, bisschen ja. Drüber. Ich nehme gleich das andere. Okay. Habt ihr noch eins? Nein, wir haben nur das Gelbe hier. Oh, komm. Das ist tatsächlich. Nein. Mir ist es so. Nein. Also, ich hab's mir schlimmer vorgestellt. Also, Cody, ein bisschen mehr rauslaufen jetzt, ne? Noch mehr? Ja, okay. Noch mehr rauslaufen. Das sieht aber schon fies aus, das ne? Ist auch echt. Oh, nee, aber ein bisschen, warte. Guck mal. Oh! Oh! Das hat wehgetan. Der ging aber richtig, ey. Zum Glück hatte ich die Augen. Der ging auf die Augen, ja. Alter. Der ging bei dir ganz anders. Bei mir ist der irgendwie so. So ein Sandwich in deinem Mund. Das hat sich so eine Faust gebildet. Bam! In der Luft. So ein Dornfaust. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab hier Medium bekommen, da steht doch Line drauf. Ja, Sichi. Mach auf jeden Fall die Augen zu. Ich blute auch nur ein bisschen kann da. Kann der Nico ein bisschen helfen? Ja, natürlich, bitte. Ey, super gerne. Nehmt euch beide so eine Ecke. Los, nimm ihn in den Mund. Ja. Ey, das ist, guck dir das mal an. Ja, ist stramm. Ja. Los. Mach mal bitte nicht so. Jetzt, willst du das gelbe Band haben? Willst du das gelbe Band haben? Du wolltest bei Spiel mit Schmerz mitmachen, jetzt let's go. Du wolltest da mitmachen? Genau, du wolltest oben. Ah, guck mal, ich kann halt, die fallen die Zähne raus. Das ist viel zu viel Spannung. Ja, dann nimm das gelbe. Ja. Alter! Du kannst es dir aber so. Hier, Alter, das rote Stärke. Ja, das rote, ja, das Medium drauf. Komm, er hat sich selber genommen. Beiß einmal kräftig drauf. So, schau schon mal vor. Beiß drauf. Jetzt nicht. Beiß drauf jetzt. Drauf beißen! Warte und warte. Warte. Ja, okay, bist du bereit? Ja. Oh! Oh! Was ein Geräusch, ey. Du hast die Hölle gewollt, jetzt kriegst du sie. Das hat so richtig schön so gesagt. Oh, Alter. Das hatte so zu. Oh, fantastisch. Warte, ja. Warte, ich helfe dir. Gut. Sind das Zähne oder ist das Konfetti? Ja, im Prinzip war es das schon wieder. Anders, ne? Nico, hat sie gefallen. Es war schön, es war sehr schön. Ich komme gerne wieder. Perfekt. Aber das nächste Mal mit ein bisschen mehr Schmerz, finde ich. Ja? Also das war ja nix. Ja, ganz lustige Sache. Hätten wir die 6 gehabt, dann wäre Ende. Wir haben noch den lustigen Stinkefisch. Boah, das ist kein Problem. Wir haben noch genug Dinge, die wir uns ausdenken können. David, mein Freund, nicht weinen. Also, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Hörst du, herzlichen Dank, David. Ja, klar. Danke auch an Simon. Kein Problem. Sehr schön, wie hat es dir gefallen? Ja, das war immer toll. Und Leute, einen großen Applaus. Ich kann gar nicht mehr sprechen, weil es so warm ist. An Cody. Cody, ja, wunderbar, tormentiert. Ja, wunderbar gefoltert. Liebe Leute, kommentiert bitte.
gerne liken, teilt die Clips. Wir wollen, dass dieses Video... Wohin soll's gehen? Sechsstellig. Korea, Japan, alle Länder sollen das sehen. Ja. Die Deutschen sind crazy. Was für Musik die hören. So, also, macht's mal ein bisschen, treibt's mal ein bisschen raus im Internet. Und ansonsten bleibt nur zu sagen, nächstes Mal will ich auch wieder mitspielen. Ja. Ich bin so ein bisschen neidisch auf euch, dass ihr so viel tolle Schmerzen erfahren durftet. Mhm. Wirklich. Also, und damit. Bin jetzt hart. Und damit, Leute, danke, dass ihr hergekommen seid. Ich verabschiede mich. Ich gehe jetzt aus dem Bild. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, ne? Also, tschüssi. Ja. Ciao.